Ja, sieht aus, als wäre das eine Videodokumentation wert, weil der Herr Markus und die Vanessa und meine Wenigkeit sind hier gerade auf dem Idiotenhügel, haben dieses fantastische Gefährt gefunden und, na, wir wollen nicht alles verraten. Und noch was. Und ja, jetzt wollen wir uns mal auf den Weg begeben, wenn das mal gut geht. So, auf geht's zum Fahrprüfer, glaube ich, ne? Zur Führerscheinprüfung. Ja, aber zur Theorie. Wartet nicht der Prüfer? Der Prüfer wartet. Der Prüfer wartet. Und ich persönlich schlage jetzt eine Wette vor. Ich wette, das schleppen wir umsonst mit. Was sagst du? Ich enthalte mich. Nein, nein. Das ist wichtig. Klar, wichtig. Mental zumindest. Teil 1, praktische Prüfung nicht bestanden. Falschen Weg genommen. Aber. Ich muss das hier festhalten. Heiße Diskussionen bilden sich hier. Eine Frage hat uns hier gerade ins Grübeln gebracht. Zebrastreifen. Überqueren durch Handzeichen, sagt der Markus. Ich sag, auf den Zebrastreifen loslaufen ist gut. Vanessa sagt, ist gar nichts. Wir halten uns diverse Optionen offen. Yo. Yo. Meine ersten Worte bei dieser Station waren, oh nee! Ja. Markus sagt, die Hilfsstation brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Kommt Zeit, kommt Rat. Ich gehe schon mal los. Ja, wir haben, wir haben selbstverständlich ohne Hilfsstation gelöst. Also gelöst ist jetzt relativ, aber wir haben uns geeinigt, oder? Genau. Wir haben uns gerade auf Grün geeinigt. Wir haben es abgelesen. Ja, genau. Wir haben das einfach erörtert. So, und wieder Gewissenskonflikte. Die Frage, die wir uns zunächst stellen, ist, ist das das schlechteste Profil? Oder das? Hier ist auf der Lauffläche noch ein wenig Rille zu sehen. Hier nicht. Doch an der Seite ist hier mehr Profil und da weniger. Ich würde sagen Lauffläche. Ich würde auch auf die Lauffläche zählen. So wie man es gelernt hat. So wie man es gelernt hat. Man misst ja auch immer hier, ob man noch genug Profil hat. Genau. Also nehmen wir den als schlechtesten. Wir gucken mal, wo wir landen. Genau. In welchem Reifen. Genau. Also aber wer ist der Beste? Ja. Der Beste ist der da oben, der hat kein Schild. Schlechtester war zurück einer, schon mal. Das wäre dann gelb. Gelb. Ja. Ah, ich hab's Schild. Der Beste wäre dann der Rote. Ein heißes Rennen. 106,99 hier so. Also, wir waren uns nach wie vor nicht so ganz einig, wie das mit den Koordinaten jetzt, also die Reifensache haben wir gelöst, aber wir haben nicht so richtig rausgefunden, wo wir hin müssen. Und daraufhin haben wir einfach mal angenommen, wo wir hin müssen. Und ich habe dann da eine Dose gefunden, diese Dose hier. Diese Dose hier. Und wir haben es geöffnet und da ist ein Logbuch drin. Aber leider nicht das Logbuch von diesem Cache. Weil es ist nicht wirklich regular. Wir sind dann mal wieder zum Final gegangen, ohne gesucht zu haben. Und wir loggen jetzt mal und dann machen wir den eigentlichen Cache weiter. Wir loggen Gold. Darf ich dir den Stift geben? Oh Mann. Ja, nachdem wir gerade schon mal einen Frustlock gemacht haben und hier so einen Traddi, den wir gar nicht gesucht haben, gelockt haben, gehen wir jetzt nochmal zurück und rechnen nochmal alles durch. Weil irgendwo muss ja der Hase im Pfeffer liegen, oder wie sagt man? Ja, wir haben uns kurzfristig getrennt, um ein paar Möglichkeiten mal zu eruieren hier, weil wir haben keine Koordinaten für die wahrscheinlich letzte Station herausbekommen. Markus guckt sich jetzt nochmal den vermeintlichen Traddi an. Nicht, dass der Traddi gar kein Traddi ist. Ist ein Traddi. Der Traddi ist aber ein Traddi. Was ist, wenn hier einfach an den Masten was UV-mäßiges ist? Ist auch noch möglich, nicht? Nee, machen wir nicht. Nee, machen wir nicht.
Weiß ich nicht, nee, hier in der Dose nicht. Ich meine, die Dose wird demnächst ja auch nicht mehr hängen, weil, hm? Die sieht man. Gerade befand ich mich auf dem Weg zur erpeilten Hilfsstation, da höre ich ein, oh! Ist das peinlich? Das tut schon weh. Okay. Oh, ich bin zum Idiotenöl. Zeig. Idiotentest nicht bestanden. Oh, wo? Warum? Das Schild fanden wir bereits. Und dieses Schild oh, nee. Haben wir übersehen. So, nun wissen wir wenigstens, dass der Tradi ein Tradi ist. Und da kommt jetzt ein Auto gleich. Ist das schlimm? Oben. Unten. Ach, da oben ist auch noch eine Straße. Ist ja Wahnsinn. Bestimme nun den Achsabstand deines Fahrbahnuntersatzes. Sind es 40, 45 oder 50 Zentimeter? Wo steht dein kleines blaues Bobbycar auf dem Spielplan? Ziehe von der Zahl auf diesem Feld die Zahl ab, die auf dem Feld steht. Oh, oh, und noch wir konzentrieren Karten. Uns mal. Oh. Gefunden. Boah, war das eine Geburt, ey. Undokumentierten Tradi zwischendurch mitgenommen. 20 Möglichkeiten an Fragen und Antworten erraten und errätselt und erwürfelt. Aber weil wir zu blöd waren. Aber gefunden ist gefunden. Ja, durch die Prüfung wären wir jetzt zwar durchgefallen, aber Hut ab.